Jo Leute, und willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Showdown. In diesem Part habe ich ein bisschen was zu besprechen, aber erstmal reden wir über das Team. Das Team ist gebaut um Assault Vest McTini, was ziemlich cool ist, um Tapu Lele zu handeln. Das Investment ist so, dass wir die Base 80er oder 85er, eins von beiden war es, Safe Outspeeden. Jedenfalls das von Mamoswine. 12 Attack ist so viel, wie wir brauchen, um nach Wox ein Tapu Lele safe mit einem Recreate zu OKO'en. Das HP Investment ist, um es so bulky wie möglich zu machen. Und die restlichen 52, in die ich bedef, waren mehr oder weniger übrig. Wollte ich mit der Assault West eher in die Bedef packen, hilft uns auch mehr Tapu Lele zu handeln. Dann haben wir Comfey, was uns gegen Dedenns Drachen hilft, was uns gegen Famosa hilft, was uns so ein bisschen supporten kann mit Synthesis, worauf sie ja durch seine Fähigkeit Prio bekommt, genauso wie auf den Training Kills. Dazu haben wir Leech Seed und Toxic, um ein bisschen rumzustoren, physisch defensiv eben wegen Famosa und Shiny, weil das cool aussieht. Specs Keldeo ziemlich standardmäßig mit HP Electric für Mantine und nicht viel zu sagen, Standard Set. Haben wir Fly und Sea Landu, ist dafür auch ziemlich Standard, ist halt unser Rock Setter. Und ist unsere Electric Immunity, die man meiner Meinung nach halbwegs braucht, wegen dem ganzen Tapu Koko, Circuitry und so, die Wall Switch spammen wollen. Und Heatran zum Beispiel kann es gut treffen, bringt U-Turn, um unsere Zerstörer in Position zu bringen. Einer davon ist unser Scarf. Circuitry, leider zu langsam, um Mega Simsala zu outspeeden, kann man nicht ändern, kann trotzdem extrem viel Druck aufbauen. Die HP Ice für Fat Crowns, wobei ich mir auch die HP Crown ganz gut vorstellen könnte, weil Marowak doch oft in Kurs vertreten ist, gegen die dieses Team Probleme hat. Ich bin hier Yuichat, by the way. Und dann haben wir Spitef Skizor, kann nochmal gegen Tapu Lele zum Beispiel aushelfen, auch wenn wir da schon McTini haben. Macht sich auch ganz gut. Was ich ansprechen wollte, warum kamen die letzten Tage keine Videos? Ganz einfach, weil ein Riss im Raum-Zeit-Kontinuum in meinem PC war. Okay. Und dieser Riss hat bewirkt, dass meine Tonspur nicht synchron mit der Bildspur war und hättet ihr sagen können, ja, das synchronisierst du doch, aber die Tonspur war 4 Minuten länger. Das geht doch nicht. Ja, genau, richtig cool. Und ich habe alles Mögliche getestet. Meine einzig logische Erklärung, die ich finden konnte, ist halt wirklich ein Riss im Raumzeitkontinuum. Was ich dann noch ansprechen möchte in diesem Video ist 2017 und da fangen wir direkt mal an mit der Soul Silver Soul Link und Hardcore. Denn da hätte gestern ein Video kommen sollen, das kam nicht und das lag einfach daran, dass ich Part 1 die Audio nicht habe. Die ist mir irgendwie abhanden. Ne, die Audio habe ich, das Bild. Das war's, was fehlt. Ist mir irgendwie abhanden gekommen. Ich weiß es nicht. Deswegen schaut einfach bei Rose und Slitzy vorbei. Die haben das hochgeladen. Ich denke mal, ich werde auch einen von beiden verlinken. Da könnt ihr das, den ersten Part euch anschauen. Dann arbeite ich auch an Pokémon Competitive Guides. Habe ich, glaube ich, schon mal angeteasert. Da arbeite ich jetzt wirklich dran und falls ihr, nein, der Hintergrund hat sich erledigt, da habe ich jetzt einen, also zu eurer Info könnt ihr auch Freunden zeigen oder so. Und Landu ist tot, Fragezeichen, Landu ist tot, das ist sehr schön. Chomp, unser Chomp Switch in ist kaum existent, aber Landu kann zumindest rein switchen. Das nächste ist die Pokémon Draft League. Die werden bald starten. Die wird bald starten. Und ja, das wird cool.
Ich möchte dir auf je... Oh nein, 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 wir gehen Skizzer. Ich möchte dir auch auf jeden Fall gewinnen. Also Ziel ist wirklich gewinnen. Hab mir da auch schon ein paar Gedanken gemacht, was so mit meinem Signature, dass ihr euch alle denken könnt, welches das ist, gut synergiert. Gerade der Oberpick will ich extrem gute Synergien sehen. Hab Angst vor einem Fireblast. Und er outspeedet mich zu 100%. Das habe ich raus switche. Fireblast ist mir das scary. Firefang ist auch. Daumen hoch für den Volltreffer! Ist auch gefährlich. Du bist auch gefährlich. Wo ist er das letzte Mal reingegangen? Egal was es ist, ich gehe jetzt auf Super Sonic Sky Strike. Also, die Pokémon Draft League möchte ich auf jeden Fall gewinnen. Könnt ihr euch darauf freuen, weil ich die gewinnen werde. Dann könnt ihr euch genauso auf eine Arena Challenge von mir freuen. Aber die ist ein bisschen anders als alle anderen. Die nennt sich Big Arena Showdown. Läuft dem Namen entsprechend auf Pokémon Showdown. Schade, dass die vor kein Lichtseed wegräumt. Das wäre chillig. Und ja, genau. Möchte ich jetzt noch nicht genau das Prinzip verraten. Ich sag nur so viel. Das Teambuilding wird einfacher bei dem Prinzip, aber die Kämpfe werden höchstwahrscheinlich schwerer. Jetzt U-turnen wir raus in Lando, um die Box wieder rauszubekommen, denke ich mal. Oder, nee, Mittini baut keinen Druck auf. Wir bauen aktuell nicht wirklich Druck auf, deswegen sind die Walks wichtig. Dann die GPL. Das wäre richtig awesome, wenn ich da dabei wäre. Also es ist kein Fakt, dass das kommen wird. Das ist eine Hoffnung. Hier sind die Seeds. Das ist ekelhaft. Du bist ekelhaft, Junge. Du bist ekelhaft. Jedenfalls, das wäre super cool. Ich werde mir definitiv beim Bewerbungsvideo extrem viel Mühe geben, um halt meine Chancen zu steigern, teilzunehmen. Und vielleicht werde ich auch einen Stream machen, in dem wir dort das Grundkonzept designen. Ihr könnt da auch die zuständigen Leute mit nerven. Ey, wir wollen Wikipedia in der GPL sehen. Hätte ich definitiv nichts gegen. HP Electric zieht so wie. Ah, bleibt drin, alles klar. Bleibt mir drin. Jetzt geht das safe in Tapu Fini. Kann er mir nichts erzählen? Kann er mir nichts erzählen? Und ja, er protected natürlich. Verdammt. Bleibt drin. Dann seedet er jetzt bestimmt. Dann gehe ich in. Mit Tini würde ich sagen. Mein Chomp ist halt jetzt ein Problem, ne? Ich muss auch nochmal defoggen. Drei Lagen Spikes sind mir zwei zu viel. Ja, wegen seinem Chomp. Ich gehe erstmal auf den sein Headbutt, dass er drin bleibt. Und jetzt drücke ich Recreate. Weil er wird denken, wir werden gechoiced. Und wird raus switchen. Er wird nicht raus switchen. Und damit werden wir dieses scheiß Ferrothorn killen können. Ja, genau. Das switcht da raus. Wie kann der denn? Hä? Was ist denn das für ein Play? Warum switcht denn der in Tapu Fini? Hä? What the fuck? Was ist denn das für ein Play? LOL. Verstehe ich nicht. Jetzt haben wir ein Problem. Als ob. Wer macht denn so ein Play? Okay. Dann bleibt er hier drin. Okay, komisch. Extrem komisch. Circuitry baut jetzt unglaublichen Druck auf. Aber er wollte das ja scheinbar so. Ich denke, ich gehe jetzt ins Gizzer und versuche zu defoggen.
Wenn er angreift, wird das nächste Paket auf Moonblast. Verdammt. War eigentlich absehbar. Ich glaube nicht, dass er gegen Circuitry auf Jump geht. Und Dings, da können wir Tuit KO'en. Er geht nicht auf Jump. Nein, macht er nicht. Der hat zu viel Angst vor einer HP Ice. Weiter mit den Themen. Ich wollte auch darauf achten, dass meine Videos mehr Qualität haben, du. Und dafür halt vielleicht ein bisschen weniger und auch mal hin und wieder aufwendigere Videos. Mehr als es dieses Jahr war. Und ja, genau. Also entweder er outplayed mich hier gerade oder er ist dumm. Entweder er outplayed mich oder er ist richtig dumm. Bedeutet jetzt auch, wir können unser Circuitry nur noch einmal reinwechseln. Und ich gehe auf Synthesis. Durch diese paar Overpredictions. Daumen hoch für den Volltreffer! Werden wir gecrittet. Müssen wir jetzt so ein bisschen Stolle spielen, um noch zurückzukommen. Ja, Doppelquit. Alles klar. Daumen hoch für den Volltreffer! Wenn der jetzt gewinnt, ey. Er hat richtig schrecklich gespielt an vielen Stellen. Er hat, also außer halt, er hat super gut predicted, aber das glaube ich nicht. So seltsam wie die Plays waren, ich glaube nicht, dass das Predictions waren. Kann ich auf Training Kiss gehen? Ja, jetzt switcht er nochmal raus in die Lego. Kann man machen, aber vielleicht ein bisschen spät dafür. Andererseits baut es halt immer noch übelsten Druck auf. Bekommt jetzt den Sludge Wave Kill und Special Attack. Keldeo outspeedet aber, insofern er nicht Scarf ist. Und verliert gegen Tapu Fini. Ja gut, es geht dann Tapu Fini. Komm. Oder er ist halt Scarf, dann haben wir verloren. Okay. Verdammt. Achso, Nintendo Switch werden definitiv Videos kommen. Ich frage es ganz. Packt es ganz schnell durch, weil ich kein zweites Video machen möchte. Zu der Switch werden auf jeden Fall viele kommen. Sowas ähnlich wie Random Wii U Gaming werde ich vielleicht dauerhaft mit der Switch durchziehen, dass ich dann halt auch die Spiele mehrfach spiele. Und dann möchte ich euch noch ein Projekt anteasern, wo ihr ein bisschen spekulieren könnt. Das ist Let's Create. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr über eine positive Wertung und bis zum nächsten Mal. Ciao!